Zweites Spiel, zweites Halbfinale. Der Verbandssieg ist Pasewalker HV trifft auf die TSG Wismar 2. Und die erste Aktion. Da kann sich die Torhüterin von Wismar auszeichnen. Und im Gegenzug der Torerfolg durch die Nummer 6. Durch Sarah Dühl. 1:0 Führung für die TSG. Da hat sich Judith Kessmann durchgesetzt. Nein, ich muss mich korrigieren. Katrin Dietrichkeit hat sich durchgesetzt, wird belohnt mit dem 7 Meter und es tritt an. Die Nummer 18, Manuela Redepennig. Gegen Heidrun Rose, die ist chancenlos bei dem eiskalt ausgeführten Heber. 1:1 Ausgleich. Ball gewinnen und wieder Manu Redepennig, 2:1 Führung für den Außenseiter im Pasewalker HV. Pass für der nächste Ballgewinn, aber gut aufgepasst durch Sarah Dühl. Somit bleibt die TSG im Angriff. Beide Mannschaften sind mir bekannt. Der Pasewalker AV. Sieger der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Als Tabellenerster die Saison abgeschlossen. Direkter Gegner vom SV Kriwitz. Und die TSG Wismar 2 war zu Gast in der ersten Pokalrunde beim SV Kriwitz und setzte sich durch mit 18:21. Steffi Bark entschärft den 7 Meter. Es bleibt bei der 2:1 Führung für Pasewalk. Und erneut setzt sich Katrin Niedrigkeit durch, wird belohnt. Und wieder 7 Meter Entscheidung. Heidrun Rose gegen Manuela Redepennig. Und diesmal ist Heidrun Rose die Siegerin. Kratzt den Ball aus der oberen rechten Ecke. Claudia Michalak verzieht am Tor vorbei. Viel klein. Zweimal der versuchte Doppelpass zwischen Caro Herrmann und Dietrichkeit. Im dritten Versuch klappt es für Caro Herrmann. Und dem Treffer zum 3:1. Kurz vor Anpfiff hat sich Jule Wieck verletzt bei der TSG. Somit stehen Gitti, eine Spielerin weniger zur Verfügung. Noch macht sich das Pasewalk zunutze. Manuela Redepennig mit Treffer Nummer 3. Und sie baut die Führung aus auf 4:1. Ja.
Erneut ein technischer Fehler auf der Seite der TSG. Durch die TSG. Nummer 8 erfolgreich. Claudia Michalak. 2-4. Heidrun Rose kann sich erneut auszeichnen. Alter, Schützverleistung nicht. Die zeigt Heidrun Rose hier ein ums andere Mal. Bewahrt ihre Frauen von der TSG vor einem größeren Rückstand. Fehlpass durch Zibur und wieder Manuela Redepfennig. Erfolgreich. Ihr dritter Anlauf im Konter, ihr dritter Treffer, 5-2 Führung. Franzi Rössel scheitert an Steffi Bark. Aber auch im Gegenzug Manuela Redepfennig wollte einen Heber ansetzen, setzt ihn aber über das Tor. Es bleibt bei der 5-2 Führung für den Pasewalker HV. Erster Wechsel auf der Seite der TSG. Zibo raus und Berenice Ritter rein. Und die setzt sich durch und erkämpft sich den 7 Meter und es tritt an Franzi Rössel gegen Steffi Bark. Ein zweites Mal hat Steffi Bark den längeren Atem und entschärft den 7 Meter von Franzi Rössel. Gelbe Karte für Franzi Rössel. Caro Herrmann, erfolgreich über die Rechtsaußenposition. Treffer Nummer 6 für Pasewalk. Dagegen stehen 2 für die TSG. Sarah Dühl verzieht Pasewalk im Spielaufbau. Und jetzt sehe ich schon die kurze Deckung durch Sarah Dühl auf Manu Redepfennig. Und die gelbe Karte für Anja Klemann von der TSG. Thank you.
hat sie sich toll durchgesetzt. Sandra Dinse, Treffer Nummer 7. Jetzt macht es Franzi Rössel besser. Zieht an, geht aufs 1-1, hat Erfolg damit. 3-7. Im Gegenzug Ballverlust bei Pasewalk. Und die schnelle Konterbewegung Sarah Dühl erfolgreich. 7-4. Treffer ist nachzutragen, Nummer 8 für Pasewalk, erzielt durch Steffi Bahr. Schritt wieder durch Franzi Rössel. Mit der Situation heraus, mit einem tollen Schlagwurf und Treffer Nummer 9. Im Gegenzug die Nummer 8 für die TSG erfolgreich, Claudia Michalak. Entscheidung und 2 Minuten zusätzlich für Franzi Rössel. Zum 7 Meter tritt jetzt an Diana Schwichtenberg gegen Heidrun Rose. Schwichtenberg. Oben links ins Eck, keine Chance für Heidrun Rose im Tor der TSG. Führung 10-5. Ja, ich sitze hier gerade neben Gerstin Felge, wir machen gerade Frisurenabgleich. Und Treffer Nummer 11. Durch Sandra Dinse. Über die Linksaußenposition mit dem Heber erfolgreich.
Fangfehler bei Caro Hermann. Chance vertan, die Führung auszubauen. Und somit bekommt Sarah Dürr die Möglichkeit. Wird belohnt mit dem 9 Meter. Bis man wieder komplett. Und Franzi Rössel bindet gleich drei Gegenspielerinnen, kann sich aber durchsetzen. Sechster Treffer für die TSG. Ballgewinn durch Berenice Ritter mit dem Pass dann auf Anja Klemann, die scheitert an der Latte. Und dann schaltet Pasewijk unheimlich schnell um. Es sind zwei, drei kurze Pässe. Und Sandra Dinse erfolgreich mit dem Heber. Und die TSG reagiert. Bringt Torhüter Nummer 2. Und Jenny Hoffmann. Er kämpft den Ball durch Christine Ring und Franzi Rössel. Man hat so ein bisschen das Gefühl bei den Schiedsrichtern, dass sie unheimlich lange warten. Eben zum Glück für die TSG mit dem 9 Meter vor Pfiff. Franzi Rössel mit viel Glück. Da ist Steffi Bark schon am Ball. Er entwischt sie aber. Und Treffer Nummer 7 für die TSG, dem entgegensteht. 12 für den Pasewalker HV. Fehlpass, Möglichkeit für die TSG zu verkürzen. Anja Klemann fordert den Ball, bekommt ihn vom Pia Zibur und ist erfolgreich zum 8:12. Thank you.
Manuela Redepfennig kann Anja Klemann den Ball entnehmen und leitet den Konter ein mit einem Pass auf Katrin Dietrich-Keit. Und sie mit Treffer Nummer 13. Und Anja Klemann muss für 2 Minuten von der Platte. Und Team Timeout für die TSG. Der Ballverlust durch die TSG wird erneut genutzt. Diesmal durch Steffi Bahr. Treffer Nummer 14. Für den PHV. Christine Ring aus dem Rückraum, halblinks erfolgreich. Treffer Nummer 9 für die TSG. Steffi Bark wird geblockt. Ball geht ins Tor aus. Ecke. Schnell ausgeführt. Und Jana Schwichtenberg am Tor vorbei. TSG jetzt mit der Möglichkeit, wieder auf 4 Tore zu verkürzen. Das wäre fast schief gegangen. Da schnappt sich Sarah Dürr den Ball und netzt ein von der Linksaußenposition. 10 zu 14, jetzt der Rückstand für die TSG gegen den PHV. Wismar wieder komplett. Anja Klemann mit auf der Platte. Und Doppeldribbling durch Schwichtenberg. Schnelles Umschalten durch die TSG. Und Sarah Dürr scheitert. Und auch Anja Gremer scheitert an Steffi Bach, die mit 2 Klasse-Paraden ihre Mädels vom BAV auf Kurs hält. Manuela Redepfennig ist eine tolle Spielerin mit tollen Möglichkeiten. Hier setzt sie sie ein im 1-1 gegen gleich 2 TSG-Spielerinnen und ist erfolgreich zum 15-10.
Gelbe Karte für Claudia Michalak und 7 Meter. Es tritt an. Diana Schwichtenberg. Jetzt gegen Jenny Hoffmann. Aber auch jetzt bleibt sie erfolgreich, Diana Schwichtenberg. Treffer Nummer 16. Treffer durch Anja Klemann und die gelbe Karte für Manuela Redepfennig. Und gleich im Gegenzug Nummer 4 erfolgreich, Katrin Dietrichkeit, 17 zu 11. Christine Ring mit Glück mit dem Treffer 12. Daumenkreis Manuela Redepfennig, ihre Spezialdeckung und die komplette Abwehrreihe und kann nach einem Lauf von gut 20 Metern Jenny Hoffmann bezwingen. Treffer zum 18 zu 12. Da lässt sich Christine Ring nicht lumpen und verkürzt den Abstand auf 13 zu 18. Jetzt scheitert Manuela Redepfennig an Hoffmann und im Gegenzug Sarah Dühl, Anschlusstreffer, 14 zu 18. Team Timeout für den PHV. Timeout beendet. Sehen wir nochmal ein Aufbäumen der zweiten der TSG, von der TSG. Manuela Redepfennig befindet sich weiter in der Manndeckung von Sarah Dühl und Jenny Hoffmann. Kann das Geschoss ins Seitenaus ablenken. Einwurf für den PHV. Anderthalb Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit.
Noch knapp eine Minute zu spielen, 9 Meter für den PHV. Passives Spiel jetzt angezeigt durch die TS und die TSG über Sarah Dühl. Erfolgreich, Anschlusstreffer 15 zu 18. Sarah Dühl mit ihrem 5. Treffer in diesem Spiel. Die letzten 30 Sekunden der ersten Halbzeit haben begonnen. Und der nächste Ballgewinn. Durch Claudia Michalak. Sie selber vollendet ihre gute Abwehrarbeit mit dem Konter vorgetragen. Treffer Nummer 16 für die TSG. Ja, kurzer Ermahnung der Schiedsrichter an Manuela Rederpfennig und Sarah Dühl. Bei nochmaliger Auffälligkeit werden beide sicherlich die Platte für 2 Minuten verlassen müssen. Und Hoffmann pariert das letzte Geschoss von Rederpfennig. Halbzeit 16 für die TSG, 18 für den PHV. Zweite Halbzeit hat begonnen. TSG mit dem Anwurf. Und die TSG liegt zur Halbzeit 16 zu 18 zurück. Franzi Rössel auf Claudia Michalak. Treffer Nummer 17, nur noch ein Torführung für den PHV. Tolles 1-1 durch Sandra Dinse. Aber da steht noch jemand im Tor und verhindert Schlimmeres. Jenny Hoffmann mit einer tollen Parade. Und scheinbar hat sich die TSG was vorgenommen. Christine Ring zum Ausgleich, zum ersten Ausgleich. 18 zu 18. Es scheint sich jetzt langsam bemerkbar zu machen, dass Sarah Dühl, Manuela Rederpfennig, in die kurze Deckung übernimmt. Und auch hier ein weiteres Mal. Tolle Einzelleistung durch Hermann gegen Klemann. Aber der Gewinner der ganzen Zweisamkeit war Jenny Hoffmann. Aber jetzt kann sie nichts ausrichten gegen den Wurf von Katrin Dietrichkeit. Wieder die Führung für den PHV 19 zu 18. Ballverlust und wieder geht es unheimlich schnell. Dietrichkeit scheitert an Hoffmann. Eine PHV-Hand dazwischen
aber trotzdem Einwurf für die TSG. Und erneut hat die TSG Glück. Zum wiederholten Male Fuß in der Abwehrarbeit vom PAV. Fußfehler, Franzi Rössel. Dietrich Keith verliert den Ball gegen Christine Ring. Es bleibt bei der Eintoreführung für den PHV gegen TSG Wismar, zweite Frauen. Und die gelbe Karte jetzt für Nicole Domke. In den Block, Christine Ring im Nachwurf, scheitert sie an Steffi Bark. Wofür gibt es da jetzt einen 7 Meter? Ich habe nichts gesehen. Da kommt Caro Herrmann frei zum Wurf, verzieht ohne Eingang des Gegenspielers. Aber es ist 7 Meter Entscheidung, Nummer 11. Steffi Bahr tritt an und ist erfolgreich gegen Jenny Hoffmann. Führung 20 zu 18. Und die Variante haben wir auch schon mal kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit gesehen. Rössel legt ab auf Claudia Michalak und sie verkürzt wieder auf 19 zu 20. Sarah Dühl mit der getäuschten Lauffinte und dann dem Schlagwurf an Manuela Redefennig vorbei und auch vorbei an Steffi Bark. Ausgleich 20 zu 20. Und erneute 7 Meter Entscheidung für den PAV. Steffi Bahr tritt erneut an gegen Jenny Hoffmann und ist auch erneut erfolgreich. Und wieder die Führung zum 21 zu 20. Ballverlust bei der TSG und Katrin Dietrichkeit bezwingt Jenny Hoffmann im Tor der TSG. Zwei Tore Führung, 22 zu 20.
Christine Ring mit viel Wucht und viel Glück ins Tor. Das obere linkere Eck war ihres und der Anschlusstreffer 21-22. Steffi Bahr, ungehindert, kann sie bei 7-8 Meter aufsteigen und netzt ein gegen Jenny Hoffmann, die keine Abwehrchance hat im Tor. Wieder 23-21. Erneut Christine Ring, jetzt ins untere linke Eck, aus einem 9 Meter heraus, Treffer Nummer 22 für die TSG. Kämpft durch Christine Ring auf Franzi Rössel. Aber dann kommt der Fehlpass durch Rössel zustande und der PAV mit der Möglichkeit, wieder auf 2 Tore zu erhöhen. Fehler. Zibur auf Dürr. Und Rössel hat Glück. 9 Meter für die TSG. Meter, 2 Minuten für Nicole Dunke. Ein bisschen zu heftig zugegriffen. Und zum 7 Meter tritt an Pia Zibur gegen Steffi Bark, die schon 2 7 Meter heute entschärfen konnte. Und beim dritten hat sie Glück, dass ihr das Gebäck zur Hilfe kommt. Der dritte verworfene 7 Meter durch die TSG und es bleibt bei der Führung zum 22 für den PAV. Ballgewinn durch Sarah Dürr, wiederum auf Franzi Rössel, hat nicht den Blick für den Nebenmann oder für die Nebenfrau. Christine Ring war mitgelaufen, war frei auf der anderen Seite, somit nur 9 Meter. Und jetzt klappt das wieder, Rössel auf Michalka. Michalak, Entschuldigung. Unentschieden 23-23.
jetzt haben sie es gesehen, Fußfehler. Blieb ja vorher einige Male unbeobachtet. Ansatzlos. Hier 9 Meter ausgeführt. Schlagwurf durch die Mitte. Unter die Latte. Keine Chance für Jenny Hoffmann. Und erneut die Führung 24 zu 23. Der Fehler durch Christine Ring. Und Manuela Redepfenny. Erfolgreich. Treffer Nummer 25 für den PAV. Dem entgegenstehen 23 für die TSG. Anja Klemann durch viel Wusel erfolgreich. 24 zu 25 der Anschlusstreffer. Stürmerfoul, gut erkannt durch den Unparteiischen. Mit Ballbesitz für die TSG und die Möglichkeit wieder zum Ausgleich. Aber da werden die Möglichkeiten verschenkt, wie hier von Anja Klemann mit dem Fehlpass. Und Steffi Bahr nutzt die Möglichkeit, bezwingt Jenny Hoffmann im Tor der TSG und wieder die zweite Torführung 26 zu 24. Und Team Timeout durch Gitti, der Trainerin der TSG. Timeout beendet. Es folgen noch 15 spannende Minuten in der zweiten Halbzeit. Kerstin Felkel, jetzt bei mir an der Seite. Wem würdest du als Finalgegner wünschen? Wismar. Wismar, warum gerade Wismar? Naja, was soll ich dazu jetzt sagen? Freund ist ja der Trainer der ersten Mannschaft und es wäre schon mal eine tolle Angelegenheit, jetzt gegen Wismar zu spielen, um gleich mal ihn in die Schranken zu weisen, ne? Das habe ich mir gedacht. Danke.
Treffer durch die TSG zum Anschluss 25-26. Aber im Gegenzug erfolgreich. Sandra Dinse mit Treffer Nummer 4 baut die Führung wieder auf 2 Treffer aus. 27-25. Und der nächste Ballverlust, Christine Ring versucht, ihr Missgeschick zu klären. Und Manuela Redefendig hat Glück bei ihrem nächsten Heber, der nur auf die Latte prallt. Franzi Rössel mit Wurfpech an den Pfosten. Beim zweiten Mal macht sie es mit Pfosten, aber diesmal ins Tor. Anschlusstreffer 26-27 durch Franzi Rössel. Sie hat ihn. Pia Zibur erobert den Ball für die TSG. Und jetzt wieder die Möglichkeit. Sarah Dühl. Auch wieder an den Pfosten. Chance vergeben. Katrin Dietrichkeit für den BHV erfolgreich. Wieder 2 Tore Führung, 28-26. Mit dem Anschlusstreffer 27-28. Durch Jenny Hoffmann. Und gute 9 Minuten vor Schluss. Wiederum die Möglichkeit für die TSG zum Ausgleich zu kommen. Durch Anja Klemann 28-28.
Jenny Hoffmann mit der Einleitung und Doppeldribbling durch Anja Klemann, technischer Fehler, sofort gesehen von den Unparteiischen und der PAV. Mit viel Glück zum 9 Meter. Einsatz von Katrin Dietrichkeit und den Pass auf Diana Schwichtenberg und sie mit dem Treffer Nummer 29. Zwei Minuten gegen Sarah Dühl und 7 Meter für den PAV. Und jetzt nochmal Torwartwechsel. Heidrun Rose für Jenny Hoffmann. Und sie tritt an gegen Diana Schwichtenberg. Und sie verzieht Heidrun Rose ihre Aura. Zerstört die Hoffnung des PAV, mit 2 Toren in Führung zu gehen. Im Gegenzug Claudia Michalak mit Treffer Nummer 7 und dem 29:29. Und erneut 7 Meter und die nächste 2 Minuten Strafe. Franzi Rössel verlässt. Nein, Christine Regen verlässt das Feld für die nächsten 2 Minuten. Und jetzt 4-6. Und erneut kommt Heidrun Rose. Tritt jetzt an gegen Manuela Redepfennig. Und sie zerstört auch diese Möglichkeit. Heidrun Rose mit einer tollen Parade auf der Linie. Lässt sich nicht locken und glänzt. Und auch auf der Gegenseite 7 Meter, 2 Minuten. 2 Minuten Strafe gegen Christine Krüger. Und es tritt an Franzi Rössel gegen Steffi Bark, die heute schon einige 7 Meter entschärfen konnte. Und auch bei diesen 7 Meter ist die Chef im Ring und pariert. Es bleibt beim 29:29. 5,5 Minuten vor Schluss. Ein spannendes, ein packendes Duell zwischen dem Verbandsligisten und dem FV-Ligisten. Und der Verbandsligist legt noch einen oben drauf. Steffi Bahr erhöht
zum 30:29. Keine Chance für Jenny Hoffmann im Tor. Sibur auf Rössel, der Ball geht ins Leere. Und wer macht den Nutzen daraus? Manuela Redepfennig mit Treffer Nummer 10 in diesem Spiel. Und das 31:29 für ihren PAV. Stürmer vorgepfiffen. Und der PAV. Unnötige 2 Minuten Strafe gegen Sarah Dühl. Jetzt, wo die TSG wieder komplett gewesen wäre. Noch 4 Minuten zu spielen, 2 Tore Rückstand für die TSG. Und Steffi Barb packt noch eine oben drauf, Treffer Nummer 8 durch sie und der 3-Tore-Führung 32:29. Er zeichnet hier eine kleine Überraschung an. Parade durch Steffi Bark. Und die TSG mobilisiert nochmal die letzten Kräfte. Claudia Michalak, aber sie scheitert an Steffi Bark, die zum Matchwinner avanciert. Und ihr kongenialer Partner vorne, Manuela Redepfennig mit Treffer Nummer 11. Und dem 33:29. Ich lehne mich hoffentlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Überraschung ist perfekt. Der PAV wird ins Pokalfinale einziehen und trifft dort dann auf Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt auch noch ein technischer Fehler. Krüger scheitert an Hoffmann. Sie hat sich wahrscheinlich mehr Sorgen um ihre Versuche gemacht. Bekommt den Pass von Schwichtenberg, aber scheitert an Jenny Hoffmann. Und die TSG nochmal mit mit Ergebniskorrektur. Aber auch das gelingt nicht. Christine Ring scheitert an der überragenden Torhüterin, der Nummer 14 im Tor, Steffi Bark. Steffi Bark, die muss verdammt gut geschlafen heute Nacht haben, bringt eine tolle Leistung.
Aber auf der Gegenseite auch Jenny Hoffmann mit einer nächsten Parade. Noch 20 Sekunden in diesem Spiel. Pia Zibur verkürzt nochmal auf 30 zu 33.